Ich grüße dich zu den Neuigkeiten hier im 365-Tage-Wunder-Podcast. Erkenne, dass du das Wunder bist. Die Lektion 233 aus dem Übungsbuch Ein Kurs in Wundern. Ich gebe heute Gott mein Leben, damit er es lenke. Vater, all meine Gedanken gebe ich heute dir. Ich möchte keinen eigenen haben. An ihrer Stadt gib du mir deine eigenen. Ich gebe dir ebenso alle meine Taten, auf dass ich deinen Willen tun möge, statt nach Zielen zu suchen, die nicht zu erlangen sind, und Zeit mit nichtigen Einbildungen zu verschwenden. Heute komme ich zu dir. Ich will zurücktreten und dir einfach folgen. Sei du der Führer und ich der, der geführt wird und weder die Weisheit des Unendlichen in Frage stellt, noch die Liebe, deren Zärtlichkeit ich nicht verstehen kann und die dennoch deine vollkommene Gabe an mich ist. Heute haben wir einen Führer, der uns leitet. Und während wir gemeinsam gehen, wollen wir ihm diesen Tag geben, ohne irgendeinen Vorbehalt. Dies ist sein Tag. So ist es denn ein Tag zahlloser Gottesgaben für uns. Zweitens, was ist Erlösung? Die Erlösung ist ein von Gott gegebenes Versprechen, dass du deinen Weg schließlich zu ihm finden wirst. Es kann nur eingehalten werden. Sie birgt dafür, dass die Zeit ein Ende haben wird und alle Gedanken, die in der Zeit geboren wurden, gleichfalls enden werden. Gottes Wort ist jedem Geist gegeben, der denkt, er habe separate Gedanken und wird diese Gedanken des Konflikts durch den Gedanken des Friedens ersetzen. Der Gedanke des Friedens wurde Gottes Sohn in jenem Augenblick gegeben, als sein Geist an Krieg gedacht hat. Davor war ein solcher Gedanke nicht vonnöten, denn Frieden war gegeben ohne Gegenteil und war einfach. Doch wenn der Geist gespalten ist, ist Heilung nötig. So wurde der Gedanke, der die Macht hat, die Spaltung zu heilen, ein Teil eines jeden Fragments des Geistes, der noch immer eins war, jedoch sein Einssein nun nicht wahrnahm. Nun erkannte er sich selbst nicht und dachte, dass seine eigene Identität verloren wäre. Erlösung ist Aufheben in dem Sinne, dass sie nichts tut und die Welt der Träume und der Bosheit nicht unterstützt. Auf diese Weise lässt die Illusion los. Indem sie nicht unterstützt, lässt sie einfach still zu Staub zerfallen. Und das, was sie versteckten, wird jetzt offenbar, ein Altar für den heiligen Namen Gottes, auf dem sein Wort geschrieben steht, vor dem die Gaben deiner Vergebung hingelegt sind, mit der Erinnerung an Gott nicht weit dahinter. Wir wollen täglich zu diesem heiligen Ort kommen und eine Weile gemeinsam hier verbringen. Hier teilen wir unseren letzten Traum. Es ist ein Traum, in dem kein Kummer ist, denn er birgt einen Hinweis auf die ganze Herrlichkeit, die uns von Gott gegeben wurde. Das Gras drängt durch die Erde, die Bäume schlagen aus und die Vögel sind gekommen, um in ihren Ästen nun zu leben. Die Erde wird wiedergeboren in einer neuen Perspektive. Die Nacht ist vergangen und wir sind im Licht zusammengekommen. Von hier aus geben wir der Welt Erlösung, denn eben hier ist sie empfangen worden. Das Lied unseres Frohlockens ist der Ruf in alle Welt, dass die Freiheit zurückkehrt, die Zeit beinahe um ist und Gottes Sohn nur einen Augenblick noch warten muss, bis er an seinen Vater sich erinnert, Träume zu Ende sind, die Ewigkeit die Welt hinwegleuchtet hat und jetzt nichts als der Himmel existiert.